So, willkommen zu einem neuen Türchen. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Wir haben heute wieder ein neues Türchen vom Adventskalender für euch. Nein, das war kein Effekt, das war ich. Aber zuallererst müssen wir den Adi wieder sättigen. Das heißt, wir holen uns den Adventskalender vom Adi. Der raschelt nämlich immer so schön. Da ist er auch schon, der kleine Frechdachs. Oh, ja, ja, ja. Hey, Wrestling oder was mit deinen spitzen Ohren? Wir haben heute das Türchen Nummer 11 am Start. Ja, nein, das ist nicht die 11. Wo ist er? Such, such, Adi, such, such. Die 11 ist hier unten, ich helfe dir mal, ne? Und in der 11 ist drin, guck. Ja, kommst du nicht ran, ich hab's. Du bist auf mich angewiesen, ich sag's dir immer wieder, warte. Wir tun das mal raus und in der 11 haben wir heute hier Fischfutter. Bruder, guck dir an, Fischfutter for life. Da hat wieder einer ordentlich Kohldampf, ja. Das ist der Effekt, wenn Pupsi den Adi nicht vor dem Kalender extra füttert, sondern er den Kalender einfach isst und danach erst das richtige Essen bekommt. So hat er viel mehr Genuss beim Kalender, beziehungsweise ist darauf angewiesen, dass er das isst, was man ihm jetzt gibt. Na, willst du mehr? Willst du viel? Spiel mit Brie, Bruder. Wir haben aber auch noch ein großes Türchen Nummer 11 für den dicken, fetten. Wer kennt ihn nicht? Das müssen wir aber erstmal wieder suchen. Ist hier im Mistelzweig. Und ich bin heute mal gar nicht guter Dinge, dass das was wird, denn ich bin bisher auch immer enttäuscht gewesen. Wir gucken uns aber erstmal den Deckel an und da weiß ich schon nicht, was ist das? Ist das ein SS oder ist das ein SS oder ist das ein LS oder ist das ein LB oder ist das ein... Wir gucken einfach mal hier vorne drauf. Gut, ich kann es immer noch nicht lesen, keine Ahnung. Ehrliches Handwerk seit 350 Jahren. Wieninger Weißbier hell. Ist das ein... Ist das ein B? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Deckel. Deckel ist okay. Deckel macht ein bisschen was her. Dann habt ihr das Etikett hier oben. Ihr seht, auch das ist aber schön. So altschnörkelig, aber dieses Schwarz, dieses dezente, vanillefarbene im Hintergrund mit dieser leicht bläulichen Schrift. Sieht eigentlich ganz cool aus, auch hier vorne drauf so, dieses Etikett ist eigentlich sehr freundlich gehalten, fällt auf jeden Fall ins Auge, seit 1666, Weininger Weißbier hell. Ist für mich aber schon wieder das Etikett an sich, ja, es sieht halt wieder so alt aus, es hat so einen alten traditionellen Touch, mir fehlt irgendwo das jugendliche, spritzige. Die meisten sind entweder alt und im Stil gehalten oder sie sind einfach dunkel und sollen böse wirken. Mir fehlt dieses erfrischend jugendliche beim Etikett. Was machst du da? Es wird nicht gespült, Adi. Ich bin noch nicht fertig, ja? Zum Glück ist das Brett oben, sonst spült er nämlich immer. Etikett würde ich trotzdem... Es sieht ja eigentlich gut aus. Etikett würde ich mal 4 von 5 Punkten sagen. Mir fehlt aber immer noch das jugendlich Spritzige. Jetzt kommen wir natürlich wieder zur Farbe und zum Schaum. Dafür müssen wir es wieder einschenken in unser Bier-Tasting-Glas. Wir schenken also ein. Das ist bestimmt wieder etwas trüb. Das heißt, so mag ich es eigentlich nicht, aber das ist ja normal bei einem Weißbier, dass die so aussehen. Deswegen, eigentlich kann man gar nicht allgemein die Farbe beurteilen. Man müsste immer von dem Typ Bier gucken, ob es für den Typ des Bieres entsprechend ist, wenn ihr mir folgen könnt. Die jüngeren Zuschauer können das vielleicht nicht. Oh mein Gott, da ist noch was in der Flasche. Und hier läuft schon alles runter. Guckt euch das an, wie das einfach... Und auf der Seite auch noch und überall und alles auf den Boden. Ja, Adi, da guckst du, ne? Da guck, wie der Adi guckt. Hat er gesehen? Ah, da ist was runtergefallen. Ja, erstmal hin. Adi,
Macht das nicht, bleibt zu Hause. Also für den Schaum alleine müsste ich ja eigentlich schon 1000 Punkte geben. Der Schaum ist einfach ultra heftig. Was ist denn los? Ist da was reingekommen oder wie? Das ist doch nicht normal. Das ist doch... Ansonsten, es sprudelt wie verrückt. Es ist aber sehr trüb. Man kann nicht durchgucken. Farbe an sich gefällt mir eigentlich nicht so. Den Schaum finde ich richtig genial. Aber ich sag mal, für ein Weißbier hat es eine gute Farbe. Wir geben diesmal wegen Farbe und Schaum, wir geben einfach mal 4 Punkte, weil das heute so heftig ist. Wir müssen natürlich auch noch dran riechen. Riecht wieder wie ein Bananenweizen. Hat also eine leicht süßliche Note, riecht also angenehm. Kann man mit einem normalen Biergeruch auch gar nicht vergleichen. Ist halt ein Weißbier, ne? Deswegen. Geruch ist aber trotzdem angenehm. Ich würde für den Geruch auch 4 Punkte geben, ne? Jetzt haben wir schon 3x4. Ist das das neue Spitzenbier, wenn es jetzt geschmacklich auch noch was hält? Wie mache ich das? Wie komme ich denn jetzt an das Bier? Ich glaube, wir müssen einmal diese Schaumkrone komplett flatsch wegnehmen. Alles auf den Boden, Alter. So eine Sauerei. Damit wir überhaupt an das Bier kommen, probieren jetzt mal das Weißbier hell, ja, von Wieninger. Wie hieß der? Wieninger Weißbier hell. Ich würde sagen, Prost, ne? Ja, hat einen normalen Weißbiergeschmack. Für ein Weißbier wäre es wahrscheinlich eine 5 von 5. Ich finde diesen Geschmack aber trotzdem allgemein gesehen etwas zu säuerlich. Also dieses, es wirkt schon wieder so wässrig. Beim Trinken wässrig, aber dann beim Absetzen so säuerliches, was sich komplett breit macht. Zum einfach reinschütten natürlich optimal. Wenn man nur einmal absetzt, hat man nur einmal diesen säuerlichen Geschmack. Aber ich hätte gern Geschmack beim Trinken, ne? So. Vielleicht ist das auch falsch. Jedes Bier, was du irgendwo dir im Restaurant oder so gönnst, schmeckt nach nix. Beim Trinken und erst beim Absetzen merkst du was. Deswegen muss man die meistens einfach komplett reintrinken. Das lässt sich ja gut trinken. Und dann kommt der Geschmack, der typisch ist. Ich frage mich jetzt, wer macht das weg? Ich? Einfach mit dem Strumpf drauf oder was? Einfach mal drauf latschen und dann ist alles aufgesaugt. Ich würde für den Geschmack trotzdem... Ich muss nochmal probieren. Ja gut. Wir sind heute mal gut drauf. Wir geben für den Geschmack auch 4 Punkte. 3 wäre wieder so, kann man sich nicht entscheiden. An sich ist dieses Säuerliche ja gar nicht so schlimm. Habe ich schon schlimmer erlebt. Ansonsten lässt sich's gut trinken. Es ist an sich eigentlich angenehm zum Trinken. Wir geben 4 Punkte. Das heißt, es hat in allen Kategorien 4 Punkte bekommen. Ist damit vielleicht sogar das Beste bis jetzt. Weiß ich nicht. Ihr zählt ja nicht mehr zusammen, deswegen wissen wir gar nicht, was das Beste ist, ne? Ich habe das früher immer gemacht und in mein Heft eingetragen. Darauf habe ich jetzt verzichtet. Ich habe auf euch gehofft, habe ich mich verhofft. Aber egal, das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir trinken den noch aus. 4-4-4-4. Das beste Bier, glaube ich, bis jetzt. Obwohl das Etikett mir immer noch nicht gefällt. Ich brauche was Spritziges, was Ansprechendes, was richtig... Ne? Habe ich noch nicht erlebt. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Oh, das ist eine 4. Ne?